Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Video. Ja, ich wollte ja ein Video zum Toaster machen, den musste ich jetzt vorzeitig benutzen, weil der andere jetzt doch komplett die Grätsche hochgemacht hat und ja, den Toast nicht mehr gehalten hat. Ich habe mir von Severin, habe ich den gekauft. Den habe ich, wo habe ich den? Bei Amazon. Amazon habe ich den gekauft, weil es ein gutes Angebot war. Der hat halt, wie eigentlich die meisten Toaster jetzt, so einen Aufsatz für Brötchen. Dann hat er hier Toastscheiben, ja, Zentrierung, also dass es mittig sein soll wohl. Inox, 800 Watt. Was Inox bedeutet, keine Ahnung, 800 Watt. Der hat beim Testurteil gut abgeschnitten mit 88,8% im Heft. 12.2017, also schon was älter. Aber bis jetzt macht er das, was er soll. Ich habe auch hier praktisch so ein Rad zum Stellen. Ich habe einmal Auftaufunktion. Also wenn ihr gefrorenen Toast habt oder Brot habt, könnt ihr das dann damit auftauen. Dann hier wird das ausgeworfen und die in der Mitte habe ich auch noch keine Ahnung, was das sein soll. Das habe ich noch nicht getestet. Ist nichts mehr drinne. Ach ne, da steht keine Adresse mehr drauf. Gut. So. Ich habe auch kein Heft oder kein gar nichts mit bei gehabt. Also, komischerweise. Ich habe schon geguckt, ob hier was drin ist, aber hier ist nichts drin. Nur Pappe. Ich weiß nicht, ob sie das machen, um Papier zu sparen oder ich habe keine Ahnung, ob man sich das online angucken soll oder so. Oder ob das ein Fehler ist, jedenfalls bei mir war definitiv keine Anleitung mit bei. Hier haben wir dann noch hier. Röstzentralelektronik, ne? Das sind wieder hochgestochene Wörter. Mit Temperatursensor. Einstellbare Bräunungsstufe, das ist ja mit dem Radditte, separat Auslöstaste mit Kontrollleuchten. Ja, das leuchtet schön blau, das ist schön. Defroststufe mit Kontrollleuchte, Aufwärmstufe ohne zusätzliche Bräunung. Ach so. Dann ist praktisch, das ist Auftauen, das ist Vorwärmen ohne Rösten. Also dann wird es einfach nur warm gemacht, der Toast. Und das ist dann halt, dass man es rausholt. Hier hat man dann noch. Ich habe den auch schon mal hier hergestellt für euch. So, ihr könnt hier unten. Also ihr habt jetzt nichts, wo das jetzt durchkommt. Das kommt jetzt hier praktisch durch die Standfüße. Und je nachdem, wo ihr eine Küche das hinstellen wollt, ja, oder halt, ja, könnt ihr das dann halt verlegen, den Kabel. Ja. Ach nee, hier, doch, hier geht's raus. Habe ich ja nicht gesehen. So, dann müssen wir das mal hier so machen. Dann können wir das hier reinklicken. Und dann kommt der da so raus. Dann kommt da hinten raus. Ja. Hier haben wir dann praktisch. Der hakt jetzt natürlich nicht ein, weil ich keinen Strom an habe. Hier vorne steht dann Severin. Komplett aus Metall, wird aber auch nicht wirklich heiß. Warm, ja, aber nicht heiß. Ich habe jetzt auf Stufe 4. Hier, das ist die Auftaufunktion. Einfach nur warm machen. Und das, wenn man rausholen will. Ja, und einfach hier rein, zack, und dann. Und hier ringsherum leuchtet es dann blau. Sieht doch sehr schön aus. Und hier haben wir dann noch. Wartet, ich muss das mal hier. Stecker hochholen, der ist mir runtergerutscht. Hier haben wir dann praktisch die Taste. Und da können wir dann hier das Brötchen drauflegen und halt vorrösten. Der ist jetzt hier einmal drinne und jetzt können wir nochmal reinmachen, warum auch immer, aber egal. Ja, und dann haben wir hier unten,
Muss nur gucken, wo da hier war, auf der Seite wartet. So, da haben wir dann hier noch so eine Auffangform. Die finde ich ein bisschen klein. Die hätte ein bisschen tiefer sein können, ein bisschen breiter, ein bisschen größer, weil die ist jetzt hier praktisch so drinne. Also ich hätte mir gewünscht, dass es dann halt auf der Breite, wirklich auf dieser Breite ist, dass es wirklich runterfallen kann. Aber naja, solange das macht, was das machen soll, bin ich zufrieden. Ich habe jetzt damit schon ein paar Mal Toast zubereitet und auch Toast aufgetaut, beziehungsweise auch Brot aufgetaut. Das funktioniert recht gut. Beim Bauernbrot, da hatte ich das schon, dass es, wenn es ein bisschen dickere Scheiben oder größere Scheiben waren, dass ich es halt zweimal machen musste oder anderthalb. Aber sonst hat er das eigentlich sehr gut gemacht, muss ich sagen. Und ist schön robust, schön groß. Passt auch in meine Küche vom Style her. Was will man mehr? Ja, da gibt es auch nicht mehr zu sagen. Also würde ich sagen, dann ist jetzt hier erstmal Schluss. Ich wollte euch ja nur zeigen, weil viele gefragt haben, ob ich den euch auch zeige. Eigentlich wollte ich ihn auch auspacken mit euch, aber das ging nicht. Ich musste ihn vorher zu den Feiertagen jetzt schon mal in Benutzung nehmen. Da war das halt nicht möglich, dass ich da ein Video mache, weil es war hier Hektik, High Life und hast nicht gesehen. Ja, deswegen jetzt einfach mal so. Aber nichtsdestotrotz soll es jetzt gewesen sein. Ich werde euch den noch verlinken. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ahoi, sagt euer Odin.